Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Ich habe mir eine Webcam bestellt. Die HP Webcam HD 4110, 4110 oder 4110. Whatever, I don't care. Okay, wir gucken uns das Ding mal an. Auf der Verpackung steht schon HP True Vision, dass es auch ein klares Bild liefert bei schwachem Licht. Es gibt drei Quick Launch Buttons für Foto, für Film und für Gesichtserkennung. Ja, diese Webcam hat Gesichtserkennung. Natürlich hat sie einen Autofokus, den man, glaube ich, nicht manuell steuern kann, aber es ist ein automatischer Autofokus. Das war jetzt doppelt gemoppelt. Der ziemlich gut funktioniert. Ich habe mir natürlich vorher Videos angesehen, auch auf YouTube. Eine Glaslinse. Oh, cool, ne? Glaslinse. Und 13 Megapixel. Holy fuck, man. 13 verfickte Megapixel. Guckt euch das Ding mal an. Wow. Ja, es hat, hebt natürlich auf mit 1080p und es garantiert nicht, aber es wirbt damit, dass es bis zu 30 FPS flüssig aufnimmt bei 1080p, auch bei schwachem Licht. Und genau das brauche ich. Ich habe hier nicht das hellste Licht. Ihr seht, ich habe so ein bisschen ein gelbes Licht. Das hier ist nur so hell, weil da diese verfickte Desktop-Lampe an ist. Aber ich würde sagen, wir packen das Baby mal aus. Ich glaube, das geht hier unten. Oh ja, das geht sogar ganz einfach auf. Das ist immer ein Pluspunkt bei mir. Ich hasse Sachen, die man irgendwie aufwendig auspacken muss. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo, ich bin das USB-Kabel. Hallo Moonboon, ich bin das USB-Kabel. Okay, wie kriege ich es da raus? Mit Gewalt? Hallo? Ich liebe Unboxing-Videos. Man macht sich immer total zum Affen, weil man nur eine Hand frei hat. Und die ganzen Professional-Unboxer auf YouTube, die das für ihren Lebensunterhalt machen, die kommen dann immer und schreiben... Ah, jetzt habe ich es geschafft. Schreiben lustige Kommentare und lachen einen aus. Okay. Jetzt haben wir das mal draußen. Machen wir dich mal weg. Leer. Empty. Zack. Und dann müssen wir nur noch jetzt die Cam da rausbekommen. Sehe ich das richtig, dass ich das hier einfach abmachen kann? Ja. Nein, es ist nochmal eingepackt. Nochmal extra. Verflucht. Komm schon. Guckt euch das Ding mal an. Wie alles weghängt. Das hier kann man umklappen, ausziehen. Das hier kann man umklappen und ausziehen. Und jetzt kann man noch, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das Blaue kann man auch noch umklappen und ausziehen. Holy moly. Das ist wie so ein Rätselwürfel, wo man nicht richtig weiß, wo man zuerst drehen soll. Okay. Werde ich es schaffen? Ja, ich habe es geschafft. Okay. Plastik weg. Ciao. So, jetzt haben wir hier die Cam. Die Cam immer noch. Ah, okay. So, hier halten wir sie in der Hand. Ich muss ein bisschen weiter weghalten. Ist, glaube ich, unscharf hier. Sie ist schwer. Relativ. Liegt vielleicht an diesem umworbenen Glasobjektiv. Wir sehen den Fuß. Man kann sie irgendwo hinstellen. Aber ich denke, man kann sie auch eben schön am Monitor befestigen, irgendwie da oben, so, schwupp, und natürlich das USB-Kabel. Ich denke, es gibt hier nicht viel zu sagen zu so einer Unboxing-Aktion. Wir haben natürlich noch die Treiber-Software und die Videobearbeitungs- und Aufzeichnungssoftware und so dabei, aber ich denke, was alle wirklich sehen wollen, die Kamera in Aktion. Deshalb werde ich sie jetzt anschließen an meinen geliebten Computer und werde dann damit mich selbst filmen. Bei schwachem Licht, bei starkem Licht, einfach um euch die Qualität der Kamera zu zeigen. Okay, bis gleich. Hey Leute, what's up? Willkommen zurück. Wir sehen jetzt die Webcam in Aktion. Ich habe leider keine Treiber gefunden auf der CD direkt, aber ich habe mir über die Windows Update Funktion ein paar Treiber gezogen und wie ihr seht, funktioniert es auch. Die Kamera sitzt jetzt auf meinem Bildschirm obendrauf. Hallo Kamera!
Und ja, guckt euch das Bild an. Ich sehe es direkt hier auch vor mir auf dem Computer. Wir sehen links unten im Bild. Moment, ist es rechts? Links? What? Confused. Ein leichtes Rauschen in dem schwarzen Schränkchen in der Schranktür. Und ich meine auch im Fernsehen, im Hintergrund sieht man ein bisschen schwarzes Rauschen. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Licht hier drin sich nicht verändert hat. Ich habe die große Schreibtischlampe ausgemacht, die ich voran hatte zum Unboxen von der Kamera. Und das Licht hier drin ist hundsmiserabel. Und für das finde ich lieber diese Kamera echt noch ein geiles Bild. Es läuft fast flüssig. Ich sehe jetzt gerade nicht, wie viel FPS. Wird es mir irgendwo angezeigt? Nein, wird es nicht. Aber wir nehmen auf ohne Autofokus. Man kann ihn ausschalten. Ich habe die Funktion gefunden. Habe den Fokus manuell eingestellt und ich denke, die Schärfe passt so. Ich habe die Belichtung manuell eingestellt, einen Weißabgleich. Das Einzige, was ich ein bisschen Nachteil finde, ist der Ton. Das Mikrofon an der Kamera, das kann überhaupt nichts. Das nimmt alle Umgebungsgeräusche auf und so weiter. Klingt viel zu dumpf, viel zu leise. Und das stört mich persönlich nicht, weil ich habe ja diesen lieben Freund hier, einen Blue Snowball. Das ist mein Mikro, mit dem ich all meine Videos aufnehme. Exzellente Qualität. Ich brauche die Webcam wirklich nur für Filmaufnahmen. Hier als kurzer Vergleich, so klingt das Ganze mit einem richtigen Mikrofon, dem Blue Snowball, den ich euch eben gezeigt habe. Filmaufnahmen, wenn ich demnächst meine eigene kleine Blog-Serie starten werde oder irgendwie sowas in die Richtung. Und von dem her, ja, ich bin mit dem Bild zufrieden. Ich weiß nicht, ihr könnt selber urteilen. Ich werde das Video nicht nachbearbeiten, sodass die Qualität, die ihr jetzt seht, genau dem entspricht, was die Kamera aufnimmt. Und was wollte ich noch sagen? Ich weiß nicht mehr. Ich denke, das gibt einen ziemlich guten Einblick so in die Kamera. Es gibt einen Haufen Einstellungen in der Software. Man kann wirklich von Sättigung, Farbton, Schärfe, man kann alles einstellen. Man kann auf vielen verschiedenen Auflösungen aufnehmen. Es gibt natürlich die ganzen Spielereien wie Filter. Kann ich das jetzt anwenden? Nee, ich glaube, das geht nicht, während ich aufnehme, oder? Effekte? Kann ich? Ja, kann ich. Ja, nochmal aufnehmen, irgendwelche blöden Effekte reinschmeißen. Man kann sich sogar zensieren, wenn man wieder ein Sopa-Video machen möchte. Lauter solche Sachen, Spielereien, jede Menge Spielereien. Irgendwelche komischen Rahmen kann man um sich rumsetzen. Natürlich kann man sich auch verkleiden. Also ihr seht auch, dass die Gesichtserkennung, die funktioniert hervorragend. Hey Bro, what's up? Huh? What's up? Was du krass, Mann? Okay, kaum rassistisch. Und es gibt auch hier diese Gesichtserkennung, die mich als Mona Lisa oder irgendwelche hübschen Frauen darstellt oder irgendwelche komischen Teddybären. Aber ich denke, das braucht man im Großen und Ganzen alles nicht. Nette Spielereien. Wer es braucht. Man kann natürlich auch während der Aufnahme reinzoomen, rauszoomen, digitaler Zoom, kein optischer, wohlbemerkt. Und kann die Kamera nach oben, nach unten verschieben, beziehungsweise das Bild und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich einen Haufen Möglichkeiten. Man kann im Hauptmenü die Kamera zur Überwachungskamera umfunktionieren, dass sie die ganze Zeit läuft und aufzeichnet. Und lauter solche so richtig creepy Sachen irgendwie. Aber was mich jetzt echt stört, ist, dass ich jetzt nicht weiß, mit wie viel FPS das gerade aufgenommen wird. Es ist nicht ganz hundertprozentig flüssig, oder? Ich weiß es nicht. 30 FPS wurden geworben. Ich hoffe mal, sie kann es halten. Auf jeden Fall bin ich zufrieden. 66 Euro auf Amazon.de. Preisempfehlung. Bei billiger.de gab es die noch günstiger für 55 Euro irgendwo. Habe ich aber erst später gesehen. Spielt keine Rolle. Schaut einfach selber danach. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen kleinen Einblick gegeben in die Qualität der Kamera. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Bewertet das Video, kommentiert es. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moongoon und ich bin raus. Ciao, ciao.